Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Ausbalanciert mit Bewegung. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen uns gleich mal wahrnehmen, wie wir uns so fühlen, wie ausbalanciert wir jetzt sind, bevor wir uns dann bewegen. Und natürlich bringe ich dich heute aus deiner Mitte, damit deine Mitte stabil wird. Denn immer, wenn wir irgendwie instabil oder labil stehen, dann wird unsere Körpermitte stabil. Also genau das wollen wir heute erreichen, denn aus der Mitte kommt jede Kraft und eine stabile Mitte ist natürlich auch im übertragenen Sinne sehr wichtig für Körper und Geist. Stell dich jetzt einmal hüftschmal auf und du stehst eigentlich relativ stabil, wenn du auf den Außenkanten, Großzehenballen, Fersen stehst, Knie durchlässig lässt, Brustbein hebst, Schultern nach hinten unten ziehen und den Kopf so, dass du in den Horizont ziehst, leicht nach unten abfallend. Und nimm dich wahr, wie stehst du? Fühlst du dich stabil, etwas wackelig? Spürst du deine Körpermitte? Dein Atem fließt? Und jetzt kannst du dich mal etwas aus der Mitte bringen, indem du ganz leicht nach rechts und links pendelst. Und nimm wahr, wie sich die Mitte immer wieder anfühlt. Also aus der Mitte und ganz langsam in die Mitte einpendeln. Das Ganze, sehr gut, jetzt auch nach vorne und hinten. Das heißt, du pendelst zu mir und ein Stück zurück. Bring dich raus und spür Bauch- und Rückenmuskulatur. Wenn du hintergehst, Bauch, wenn du vorgehst, Rücken, Atem fließt, Gesicht ist entspannt und pendel dich dann wieder zur Mitte ein. Spür gleichmäßig die Spannung in den Seiten, gleichmäßig vorne und hinten und teste jetzt, wie du auf einem Bein stehst. Wenn du so gleichmäßig stehst und mal ein Bein anhebst, fällt es dir schwer oder ist es relativ einfach? Probier das Ganze auch mit dem anderen Bein. Wenn wir unsere Stabilität trainieren, dann hilft das einem gesunden Rücken. Nochmal wieder zur Mitte zurückkommen und entspannen. Kurzen Moment wieder hineinspüren, bevor wir jetzt nochmal die Auflagefläche verkleinern. Und zwar schließt du deine Füße, Großzehenballen, Fersen, so weit wie möglich schließen, Knie sind immer noch etwas gebeugt. Starte mal mit Schulterkreisen nach hinten. Und immer wenn du merkst, es bringt dich so aus der Mitte, dass du dich fast gar nicht abfangen kannst, sondern den Fuß zum Beispiel immer wieder abstellen musst, dann öffnest du einfach die Füße etwas mehr, mach dir die Bewegung etwas einfacher. Du sollst dich also schon noch abfangen können. So bekommen wir dann eine Reaktion, schnelle Muskeln, die wirklich unwillkürlich ganz schnell aktiv werden, wenn unvorhergesehene Bewegungen kommen zum Beispiel, wenn wir stolpern. Komm langsam zur Mitte und jetzt lässt du beide Arme neben deinem Körper eine große liegende Acht zeichnen. Beweg deinen Rumpf aus deiner Mitte, nach rechts, nach links. Spür Bauch- und Rückenmuskulatur, die natürlich jetzt so richtig am Arbeiten sind. Wir mobilisieren auch die Wirbelsäule, wir mobilisieren die Schultergelenke, den Schultergürtel. Hilft auch für einen entspannten Nacken. Jetzt wirst du aber kleiner und schneller und zeichnest vor deinem Körper diese liegenden Achter. Deine Stabilität wahrnehmen. Schneller. Und zur Mitte zurückkommen und kurzen Moment entspannen. Es wird etwas schwieriger. Der rechten Fuß, ich mache spiegelbildlich zu dir, nach vorne. Linken Fuß nach hinten, als würdest du auf einer Linie gehen. Oberkörper aufrichten, beide Füße gleichmäßig belasten. Kannst auch noch mal leicht vor- und zurück pendeln, bis du deine Mitte gefunden hast.
Fußspitzen zeigen beide zu mir. Sehr gut. Jetzt fass deine Hände, gib ganz leicht Druck mit den Handballen aneinander. Nacken ist entspannt. Durch den Druck spürst du was? Gib nochmal Druck. Körpermitte wird aktiv. Spürst du das? Lass nochmal los. Und dann gibst du nochmal Druck. Diese Stabilität halten. Und wenn rechts vorne ist, drehst du dich jetzt ausatmend nach rechts. Nimm deinen Blick auch mit. Komm wieder zur Mitte ein. Jetzt wird es noch wackeliger. Ausatmen. Und ein. Nochmal. Die Augen sind auch ein wichtiges Gleichgewichtsorgan. Wenn wir die jetzt mitnehmen, wird es wackelig. Noch zweimal. Bauch und Rücken kräftigen. Noch einmal. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück. Wow. Löst einen Moment. Stellst deine Füße wieder eng auf. Spür nach, wie du jetzt schon anders stehst als vorher. Stabiler. Jetzt nimmst du dein linkes Bein nach vorne. Stell dich erst wieder auf beide Füße gleichmäßig. Vielleicht pendelst du ganz leicht vor und zurück. Spür die Aufrichtung, spür die Mitte. Pendel dich ein, auf beiden Füßen gleichmäßig stehen. Es darf wackeln. Aber wie gesagt, wenn es zu viel wird, die Füße einfach ein bisschen weiter öffnen. So. Jetzt wieder die Handballen aneinander drücken. Nacken entspannen, Schultergürtel entspannt. Und ausatmen, zum vorderen Bein drehen. Gib Druck mit den Handballen. Nutz wirklich diese Körpermittenspannung aus. Konzentration. Noch einmal ausatmen, drehen, ein wieder zur Mitte und die Arme kurz lösen, Füße wieder in die hüftschmale Position oder ganz eng gerne nachspüren, hoffentlich wieder gleichmäßig, stabil, sehr gut. Jetzt gehst du am Platz, rollst deine Füße locker ab, lass deine Arme neben dem Körper vorbei pendeln. Aufrichten. Und geh dreimal, das heißt 1, 2, 3 halte. Gut, 1, 2, 3 halten. 1, 2, mach einfach mit. Kurzen Moment in der Balance halten. Jeder Schritt ist eigentlich schon eine Herausforderung an unser Gleichgewicht, denn wir stehen ja immer ganz kurz auf einem Fuß nur. Nimm ein bisschen, hier ein bisschen die Koordination dazu, Rhythmus und einmal länger das Bein in der Luft halten. Und vielleicht die Arme nochmal bewusster mitschwingen. Hopp. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Jetzt auch ein bisschen warm. Atmen. Rechts oben halten. Stopp. Du kannst jederzeit mit der Fußspitze nach unten gehen, wenn du willst. Fass deine Hände, kreuz die Finger und jetzt nimmst du die Hände um deinen Kopf herum und wieder zurück. Rund um den Kopf, bring dich raus aus der Mitte. Zur Mitte zurückkommen und nochmal gehen. Eins, zwei, drei.
Eins, zwei, drei. Genau. Geht. Halte oben, stopp. Balanciere dich aus. Hände kreuzen, Finger kreuzen, um den Kopf herum. So gut wie es geht. Und zur Mitte kommen, lösen, kurzen Moment entspannen. Und jetzt verlagerst du dein Körpergewicht nach rechts, nach links. Roll deine Füße ab, Fußspitze, Ferse. Aktivier die Körpermitte. Und versuch jetzt, dein Körpergewicht sogar nach rechts, nach links zu bewegen. Stabil. Oberkörper seitlich, Knie nach außen. Super. Immer einen Moment halten. Und dann halte nochmal hier. Stopp, 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 stopp. Lang, lang, lang und beweg deine Arme neben deinem Körper in einer Schere. Bring dich raus, lass die Schultern parallel zu mir. Und nochmal lösen und wechseln. Zack, halten und Scherbewegung neben dem Körper. Du kannst jederzeit die Fußspitze nach unten tippen. Dann kommst du wieder zur Mitte zurück, stellst dich in eine breite Position erst, in eine Grätsche, lässt ganz locker. Nimmst die Schultern ganz bewusst nach hinten unten, deine Arme zur Seite. Handflächen nach unten zeigen lassen. Und jetzt kannst du mal versuchen, deine Fersen anzuheben. Sehr gut. Und mit den Armen machst du jetzt ganz kleine Bewegungen hoch, tief. Rechter Arm hoch, linker Arm tief und gegen gleich schnell. Kannst die Fersen nach unten lassen. Atmen. Spür deine tiefen Muskeln im Rumpf, die dich stabilisieren hier. Nach vier. 3, 2, absetzen, räkeln und jetzt ruhig mal so richtig strecken, langziehen, Füße dabei in die hüftschmale Position zurückführen. Lass einen Fuß ungefähr zwischen deinen Füßen Platz, locker die Arme aus. Zieh die Schultern nochmal hoch, atme ein und beim Ausatmen bewusst nach hinten unten nochmal ein. Bewusst nach hinten unten. Letztes Mal. Schultern unten halten und spür in dich hinein. Wie stehst du? Vergleiche mal mit dem Anfang. Sieh, was verändert? Stehst du stabiler, aufgerichteter? Anders? Nimm jetzt mal ein Bein nach oben und schau, wie du jetzt auf dem einen Bein stehst. Hat sich da was verändert? Und dann kommst du auch auf das andere Bein und schaust mal, ob sich da etwas verbessert hat, ob du dich stabiler fühlst. Und dann wieder auf beide Füße zurückkommen. Spür nochmal die Außenkanten, Großzehenballen, Fersen. Das gehobene Brustbein, die stabile Mitte und vielleicht bist du mindestens 2 Zentimeter größer jetzt, oder? Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du hast jetzt einen Unterschied wahrnehmen können. Und wenn dein Körper sich so sicher und stabil fühlt, dann fühlen wir uns auch wohler in unserer Haut, dann können Schmerzen weggehen und dann sind wir beweglicher, haben mehr Kraft, mehr Ausdauer,
sind bereit für den Tag. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich natürlich riesig über ein Gefällt mir von dir, über einen netten Kommentar. Natürlich freue ich mich auch, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Danke, der Link wäre unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Und wenn du da draufklickst, kannst du dann auswählen, ob du mich mit 2,50 Euro im Monat, mit 5 Euro, mit 10, 20, mit 50 unterstützen möchtest. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und wenn du möchtest, mach noch mehr so Gleichgewichtstrainings. Du kannst auch in die Suchzeile von YouTube Gabi Fastner Gleichgewicht eingeben oder Balance oder Tiefenmuskulatur. Dann findest du auch Videos, die dir gefallen könnten. Und ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Training. Bis dann!